Die US-Notenbank Fed hat in den letzten Tagen und Wochen klargemacht, passt auf, liebe Märkte, noch zwei gute Arbeitsmarktberichte und wir werden das Tapering beginnen. Und heute haben wir den ersten guten Arbeitsmarktbericht gesehen, fehlt also noch einer, dann geht's los mit dem Tapering. Und Tapering, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen negativ besetzt, bedeutet ja die Reduzierung der Anleihekäufe und wir hatten 2013 das sogenannte Taper Tantrum. Da sind dann die Anleiherenditen gestiegen, die Aktienmärkte gefallen, weil man sich eben Sorgen gemacht hat, oh, da fließt weniger Liquidität in die Märkte, das ist doch nicht gut. Und heute sehen wir, dass die Aktienmärkte sich sehr gut halten, mit Ausnahme des Nasdaq, aber Gold fällt. Was ist da los? Warum ist das so? Das will ich in diesem Video ein bisschen zeigen und mal einen etwas tieferen Blick in den US-Arbeitsmarkt werfen, sodass wir wissen vielleicht oder eine Ahnung bekommen, was dann beim nächsten Arbeitsmarktbericht im nächsten Monat der Fall ist, denn das wäre ja entscheidend für die Frage Tapering ja oder nein. Schauen wir uns zunächst mal die Arbeitsmarktdaten an. 943.000 besser als die Konsenserwartung, aber vor allem auch die Stundenlöhne höher. Und zwar wurden auch die Stundenlöhne des Vormonats noch mit nach oben revidiert. Das kommt noch hinzu. Die Arbeitslosenquote sinkt deutlich auf jetzt nur noch 5,4%. Und Fitch bringt es auf den Punkt. Ja, das ist ein besserer Arbeitsmarktbericht als eigentlich erwartet. Jetzt im nächsten Monat gute Zahlen und dann ist das erreicht, was die Fed oder was Jerome Powell als Further Substantial Progress bezeichnet, also als substanziellen Fortschritt, der dann hinreichend ist, damit man aus der ultralaxen Geldpolitik nicht aussteigt, aber sie ein bisschen reduziert zumindest. Und die Reduktion eigentlich ist nicht das Problem. Die Fed dürfte dann statt 120 Milliarden Dollar nur noch 110 Milliarden kaufen pro Monat. Macht keinen großen Unterschied. Aber es geht um Symbolik. Es zeigt eben, dass der Hochpunkt der ultralaxen Geldpolitik damit erreicht wäre. Und jetzt es eben in Sachen Geldspritzen ein bisschen bergab geht zumindest. Und wenn wir es hier mit den Märkten ja mit Junkies zu tun haben, dann sagt der Dealer also praktisch, du kriegst jetzt ein bisschen weniger Stoff und normalerweise sind die Junkies darüber nicht so fürchterlich begeistert. Aber schauen wir uns mal den Arbeitsmarktbericht genauer an. Das hatte ich angekündigt. Schauen wir uns zunächst mal an die zwei obersten Kategorien. Wo sind die meisten Stellen geschaffen worden? Leisure and Hospitality, also praktisch das gesamte Gastgewerbe mit 380.000 Stellen. Dazu noch Government, also Regierung, 240.000 Stellen. Also diese beiden Bereiche alleine 620.000 Stellen. Government bedeutet, dass der Staatsapparat dann faktisch weiter wächst. Das ist ein Trend seit Corona. Der Staat wächst, die Abhängigkeit des Arbeitsmarktes vom Staat wird immer größer. Und vor allem, wenn wir jetzt mal dieses ganze Gastgewerbe mal weglassen würden. Ohne das Gastgewerbe wäre dieser Arbeitsmarktbericht sogar schlechter gewesen als der letzte. Da ist eben viel im Bereich Kellner, Barkeeper geschaffen worden und okay, das sind halt jetzt nicht so die super bezahlten Jobs normalerweise, während sonst die anderen Bereiche, naja, ziemlich mau gewesen sind. Aber da gibt es ein paar Punkte, die noch wichtig sind. Wir haben jetzt über 100 Millionen Amerikaner oder ziemlich genau 100 Millionen Amerikaner, die nicht in der sogenannten Labor Force sind, die also nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das sind Frauen teilweise, die Hausfrauen sind. Das sind Leute, die sagen, es macht keinen Sinn, einen Job zu suchen. Was auch immer. Wir sehen, dass die Anzahl der Amerikaner, die aus der Labor Force rausgefallen sind, in der Corona-Krise massiv gestiegen ist und sich ein bisschen erholt hat. Also manche sind wieder zurückgekehrt, aber längst nicht alle sind zurückgekehrt. Das ist wichtig. Und so haben wir die paradoxe Situation, dass wir mehr Jobangebote derzeit haben in den USA als Arbeitslose, zumindest offizielle Arbeitslose, also diejenigen, die noch in der Labor Force sind, die also noch praktisch in der arbeitsfähigen Bevölkerung sind und sich um Arbeit bemühen. Jedenfalls gibt es mehr Jobs als eben Arbeitssuchende nach dieser Statistik. Da ist ein Mismatch, ein Nichtzusammenpassen zwischen Qualifikation möglicherweise und den Jobs, die hier angeboten werden. Insgesamt sehen wir, dass wir im März, April 2020, also als die erste Corona-Welle war, haben wir 22,4 Millionen Jobs in den USA verloren. Jetzt hat man 16,6 wieder reingeholt, ist aber immer noch 5,8 Millionen weniger. Das heißt, 5,8 Millionen Amerikaner
sind derzeit nicht beschäftigt oder weniger Amerikaner sind beschäftigt als noch vor gut einem Jahr. Wir sehen auf der anderen Seite, dass Permanent Job Losses weiter zurückgehen, also permanente Jobverluste, auch vorübergehende Entlassungen gehen zurück, auch das ein gutes Zeichen. Und wir sehen, wenn wir jetzt mal anekdotisch ein paar Dinge anschauen, Walmart zum Beispiel hat jetzt seinen Warehouse Workers, also seinen Lagerhallenarbeitern, einen wöchentlichen Bonus angeboten oder gibt diesen Menschen einen wöchentlichen Bonus, damit sie im Job bleiben. Finde ich sehr bedeutsam. Dann haben wir bei den Small Businesses, also bei den kleinen Unternehmen, die ihre Stellen nicht besetzen können oder die sagen, ich kann Stellen nicht besetzen, haben wir ein neues Allzeithoch erreicht. Auch das ist interessant. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz zum Beispiel nach China abschweifen, da hat Apple jetzt Riesenprobleme, die Arbeiter zu motivieren oder Arbeitnehmer zu finden, die das iPhone 13 produzieren. Das ist ein Fingerzeig darauf, dass auch in China die arbeitsfähige Bevölkerung bereits abnimmt. Und das sind alles, nach meiner Auffassung, inflationäre Dinge. Die große Deflation war ja, weil wir die Globalisierung hatten, weil ein Heer an Arbeitskräften, vor allem in China, zur Verfügung stand, die für billigere Löhne arbeiten wollte. Jetzt wollen die Chinesen nicht mehr für diese billigen Löhne arbeiten. Erstens und zweitens werden es weniger Arbeitsfähige in China. All das treibt die Löhne und all das ist dann auch inflationär. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen in die USA, dann sehen wir, dass hier eben diese Differenz zwischen den angebotenen Jobs und den angenommenen Jobs ziemlich groß ist. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten keine schlechten Arbeitsmarktdaten sehen werden, beziehungsweise wir es hier mit einem Angebotsproblem zu tun haben der Arbeitskräfte, nicht mit der Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften. Das ist etwas Entscheidendes. Die Unternehmen haben große Nachfrage nach Arbeitskräften, aber sie haben das Problem, dass zu wenig Angebot da ist. Und das bringt das auf den Punkt, was ich schon mal gesagt hatte, dass sich das Machtverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verschoben hat. Und das ist etwas sehr, sehr Bedeutsames, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass die Dinge inflationärer werden, dass die Löhne steigen werden, dass damit eben dann eine Lohnpreisspirale in Gang kommt, die dann, die Notenbanken ziemlich vor große Probleme stellt. Warum haben aber die Aktienmärkte nicht reagiert oder nicht negativ reagiert? Na gut, wir sehen ja, dass der Dollar nach oben gegangen ist. Wir sehen, dass vor allem die US-Renditen nach oben gegangen sind. Und jetzt sehen wir, dass wenn die Renditen steigen, dann hat der Nasdaq, also haben es die Tech-Werte, normalerweise ein bisschen schwieriger. So ist das auch heute. Der Nasdaq ist der einzige Index in den USA, der im Minus ist. Die anderen, S&P 500, Dow Jones, Russell 2000, können steigen. S&P 500 kaum verändert, aber mit neuem Allzeithoch. Dow Jones auch mit neuem Allzeithoch. Und hier ist eben die Situation die, dass die Fed wahrscheinlich, so denken sich die Aktienmärkte, wir haben da eh ein Sicherheitsnetz, weil die Fed wird schon neue Entschuldigungen finden, warum sie nicht tapern wird. Delta-Variante, Lambda-Variante oder irgendwelche Gründe, die ihr da noch einfallen, ja, da ist man vielleicht gar nicht so falsch gewickelt, aber schauen wir uns mal eben die Dinge an den Anleihenmärkten an. Ich hatte vorhin gesagt, die Anleiherenditen sind gestiegen und normalerweise hat Gold ja eine Riesendifferenz gehabt zwischen der realen Rendite und dem Goldpreis. Normalerweise folgt Gold der realen Rendite. Die reale Rendite war zuletzt immer negativer geworden, aber Gold ist nicht so richtig gestiegen. Jetzt aber ist mit den starken Arbeitsmarktdaten sind die Renditen nach oben gegangen, sodass die reale Rendite, also die Rendite minus Inflation, weniger negativ wird. Und genau das ist das, was Gold belastet. Da hat mein Kollege, der Claudio Kummerfeld, einen Erklärungsartikel geschrieben, warum der Goldpreis abrutscht. Gold hat sozusagen Angst vor Tapering. Das ist eine Art Taper Tantrum. Tantrum heißt ja Wutanfall. In Erinnerung eben an das, was da 2013 an den Märkten passiert ist. Ich werde in diesen Artikel unter dem Video wieder mal verlinken und dann einen weiteren Artikel verlinken, diesen hier von Wolfgang Müller, der zeigt, was da alles auf dem Spiel steht, warum die Fed inzwischen nicht nur Schutzpatron der amerikanischen Aktienmärkte ist, die ja 43% der Weltmarktkapitalisierung darstellen, sondern eben auch Schutzpatron für die
weltweiten Aktienmärkte. Jeder, der ja irgendwie ein MSCI World als ETF kauft etc., muss sich jetzt inzwischen mehr und mehr auf die Fed verlassen. Auch diesen Artikel unter dem Video. Und weil der Fugmann echt anstrengend ist und nervt, wird er Ihnen noch einen dritten Artikel hier unter dem Video verlinken. Denn das ist etwas sehr Interessantes. Der IWF, also der Internationale Währungsfonds, hat mal eben 650 Milliarden Dollar aus dem Nichts geschaffen und will die an ärmere Länder verteilen. Wow, das ist in Deutschland völlig untergegangen, aber mein Kollege Hannes Zipfel hat das mal beleuchtet, ist in Deutschland, wie gesagt, überhaupt nicht in den Medien großartig gespielt worden, zeigt aber, was derzeit los ist in dieser Welt, wie man aus dem Nichts Geld schafft und dieses dann denjenigen Ländern gibt, die eben nicht wie die Fed oder nicht wie die EZB eine solche Power haben, dass sie eben die Dinge so aus dem Nichts schaffen können. Also sind sie auf die Segnungen derjenigen angewiesen, die das Geld eben unbegrenzt drucken können. Und das ist vor allem die Fed. All das hier auch unter dem Video. Ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend, aber Sie haben das ganze Wochenende Zeit, meine Damen und Herren. Und ich erwarte, dass Sie diese Zeit konstruktiv nutzen. Und mit dem Lesen dieser drei Artikel würden Sie genau das tun. Jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende. War eine anstrengende, lange Woche. Auch wegen des Formats Boom und Bust gestern mit Thorsten Pollert, das ich Ihnen auch nochmal ans Herz legen möchte, wenn Sie am Wochenende Zeit haben. Aber jetzt sage ich endgültig Servus und Ciao. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Ciao.